möchte jetzt aber anfangen, Gerald, mit Kopfbahnhof. Das ist dein, wie du gesagt hast, oder wie du sagst, das ist dein allerletztes Buch. Also ich weiß nicht, ob du das... Also ich stehe auch vor, dass es das allerletzte Buch ist, weil irgendwie inzwischen seit dem Erscheinen des Buches mehr auf die Musik konzentriert habe. Ich habe seither, ich muss mich gleich entschuldigen für mein Nuscheln, das kommt von der Begabung. Und wenn es nicht verstanden wird, dann bitte aufzeigen und sagen, dass es, bemühe ich mich, dass es besser machen kann. Also ich habe seither die Schreiberei auf den Hut gehen, auf den Nagel, weil ich das Gefühl habe, dass mir die Worte langsam fehlen, dass mir die Sprache abhanden kommt. Eine kleine Seitenlinie der Parkinson-Demenz, die jeder von uns wahrscheinlich früher oder später auch bekommen wird. Parkinson-Demenz, ja. Parkinson-Demenz ist eine spezielle Ausformung der eine Symptome der späteren Parkinson. Um es nochmal zu wiederholen, also die Sprache fällt mir immer schwerer und auch die literarische Qualität, auf die ich Anspruch habe, ist nicht mehr gegeben. Darum habe ich mit dem Hoffmannhof das Wortende eingesetzt und den Musikanfang gemacht. Ich habe eine Jazz-Reihe gegründet, als nächstes nach dem Buch, die sehr erfolgreich ist in meiner dörflichen Umgebung, der jetzt lebt. Und vielleicht werden wir später noch was einspielen und hören. Kopfbahnhof ist ja auch schön niederwaltig. Ja, also ich habe mir gedacht, spielt sich in einem Kopf eine Art Bahnhof ab? Der Kopfbahnhof ist eine Station, die endet. Das kann ja sein, wie Westerhof oder Roma Termini. Das ist ein großer Unterschied. Ja, natürlich. Westerhof ist ein Durchzugs. Ist auch ein Kopfbahnhof. Ja, aber ja. Lieber steige ich aus dem Rom. Ich denke nicht gar nicht aus, aber wenn ich gezwungen werde, dass die Straße immer dort, die Tracks immer enden, dann muss ich wieder auffinden. Und alles bis zu diesem Kopfbahnhof hat eh immer sich vor Kontrolle machen. Und wo dann auch die körperliche Bewegung, die physikalische Komponente des Lebens sich zurücknimmt und die Gedanken, also das sozusagen die Transformation von der äußeren Welt in die innere Welt, also in die Gedankenwelt stattfindet. Und da ist natürlich die Kopfgeschichte entgegengekommen, weil das Bahnhof vom Kopf ist, das ist quasi das Ende der Bewegung und da muss man sich überlegen, was man außer dem Leben noch lebenswert ist. Wo man noch die Qualität findet, für die jeder von uns im Normalfall ordentlich erkrankt. Jetzt sind den Bogen nur zu vollziehen. Was tun als nächstes vor? Das Buch ist ja, also um die Struktur ein bisschen zu erklären, sind viele Bilder drin, es ist sehr viele Kapitel, also so ist viel Anekdotisches aus deinem Leben. Könnte man, ist es genau deine Art, über das zu schreiben, oder könntest du auch mal dir überlegt, einen Roman zum Beispiel über das Leben mit Young Onset Parkinson zu schreiben? Oder ist das die ideale Form für dich? Das Lustige daran ist, dass du das erwähnst, das Buch ist schon Roman genannt worden. Das ist meiner Meinung nach, das ist kein Roman. Das ist ja erstmal ein Tagebuch oder eine Sammlung von Poemen und Prosa oder Kurztexten, die jeweils einen Aspekt des Lebens herausgreifen und den knapp und präzise umsetzen. Nicht immer im Zusammenhang mit dem dazugehörigen Foto, weil das haben wir schon genau überlegt, wo ich die Fotos setze. Es ist alles aus meinem Leben, es ist nichts erfunden. Also das wäre in einem Roman, macht man sich Gedanken über Personen und die Handlung. Und das kann ich einfach nicht. Ich bin niemand, der kann über mich sehr, sehr viel und sehr oft schreiben oder reden oder
du brauchst vollkommen große Ehrlichkeit im Text. Es ist, es gibt fast keine Themen oder Tabus, die ich besprechen würde, weil mir das einfach wichtig war. Wenn mir wichtig ist, dass die Menschen, die anderen gesunden Menschen verstehen, was mir vorgeht, was ich Und Fotos sind natürlich ein offenbar wirklich ein ständiger Begleiter. Also du, ich meine, dein Leben ist ja wirklich fotografisch erfasst, von früh bis spät offenbar. Also das ist, wie gehst du damit um? Ich habe früh begonnen zu fotografieren, das ist vielleicht von einem Schwager gekommen, der Fotograf war. Hobbyfotograf. Und ich habe gesteckt. Ich habe meine erste Reise mit einer sehr guten Kamera verbraucht. Dann damals noch mit der analogen Canon F1. Und habe viel fotografiert in Gegenden, wo es noch keine Neckermann-Touristen, haben das genannt, waren. Also in Asien, in Südafrika, in Südamerika, in Australien war damals noch weit dabei. Ich habe da Fotografien gemacht, was ist das? Ich bin eine Reise zu viel gehabt. Oder? Nein, das liegt raus. Das Coverfoto von meinem ersten Buch ist mein bestes Foto überhaupt. Das habe ich in Rajasthan gemacht, in Indien. Mit lauter Einheimischen, die sich da spontan mich versammelt haben. Das sagt so viel aus, das spricht Bände. Und seither habe ich auch einige Reportagen verkauft. Und Tageszeitungen, Reisemagazine. Aber das war dann zu wenig, um daraus einen Beruf zu machen. Die Konkurrenz war zunehmend immer härter. Also die Reise gleichzeitig war. Also als ich in den 70ern und 80ern noch unterwegs war, Anfang der 80er, sehr viel bei Hitchhiker, also Anhalter, sehr viel mit alternativen Modus Transport. Sehr viel, nicht zu gleich mit heute. Damals, wenn die Leitzhaus ankommt und die war nach 4 Wochen oder 6 Wochen oder 2 Monaten ist er verkammelt, das ist ja schon wie Landstreicher. Ne? Aber ich habe ja kein Geld gehabt zu reisen. Also, das war alles auf Leidenschaft und das Neugier, die andere Kultur zu erfahren, die andere Sprache zu sprechen. Einfach diesen Tellerrand, den Graz, meine damalige Geburtsstadt, hat er hinauszusehen. Und also ich war keine ohne Handy, ohne Laptop, ohne Visa-Card oder so. Das hat uns mir was entgegen. Ich war monatelang verschollen und habe einfach fotografiert und analog fotografiert und die Filme noch ausgeschickt zu entwickeln. War schöne Zeit. Im Buch erzählst du über deine Krankheit, also sehr offen gehst du damit um. Du erzählst, wie du im Spital landest, du erzählst, wie du in die schwerste Fälle aufzustehen, was die Medikamente betrifft. Wie schwer fällt dir diese Offenheit? Die liegt mir, das ist ganz gut, was an dir mich hier. Nie ein Geheimnis draus gemacht, dass ich erkrankt bin, weil mir das einfach wichtig war, dass das den Leuten wissen tut. Wenn man sich nicht äußert und das verheimlicht, irgendwann kommt sowieso raus, dass man aufgrund der seltsamen Bewegungen oder seltsamen Sprechweise oder sozialen Verhalten, das sich verändert, auffällt. Und wenn die Leute Erklärung für haben, dann denken sie, bist du in der Zofen oder sonst noch nicht mehr. Da war es mir wichtig, ich bin nicht so offen, sondern ich kann aber, also meine Dopaminversorgung geht zurück. Ich kann mich nicht mehr so bewegen, ich kann, auch die Sprache, also mir ist jeder Muskel betroffen. Kehlkopf genauso wie Verdauung oder sowas. Alles, was muskulös ist im Körper und ziemlich viel, ist betroffen und verändert sich und wird schwächer. Unangenehmer und lästiger. Und nicht immer zeigt man es nach außen, aber
zunehmend begleitet hat. Dass ich frage, wie weit ihr mit Parkinson Verwirrung habt oder Bekannte habt oder so. Keine. Ich habe gestern meine Tante besucht im Heim, aber die ist 93. Ist ja, das ist, der Altersparkinson ist häufiger, viel häufiger. Der in jungen Jahren zu kriegen, ist viel beschissener. So kann ich mir ganz echt hoffen. Weil er so länger Zeit auf sich zu entwickeln, weiß ich. Diese Aufwärtskurve halt dann entspringend aufs 30 ausdehnt und dann auf 10 Jahre dann mit 80 kriegt. Du hast es mit 48 bekommen, oder? Wie war denn das damals? Also, wie bist du da drauf gekommen? Wie bist du drauf gekommen, dass es. Wie war dieser Zeitpunkt, 48? Du warst wahrscheinlich in Australien, ne? Ja. Du warst der größte Crocodile Dundee aus Gras in Australien je gesehen, wahrscheinlich. Ja. Das muss man sagen. Ich habe einfach gemerkt, dass mir Dinge seltsam vorkommen, die vorher aber anders waren. Also, kein Beispiel mehr zu nennen. Ich habe beim Zähneputzen gemerkt, dass ich beide Hände brauche, um alle Richtungen abzudecken. Das ging schon auch, aber so, also, das war ein Zeichen dafür, dass meine Feinmotorik langsam schlechter wird. Hast du dir das schon was dabei gedacht, dass du mir halt einen schlechten Tag gesehen hast? Nein, ich habe gesagt, ich bin einfach erschöpft oder Arbeit zu viel. Ich habe damals als Grafiker sehr viel Zeit vom Computer verbracht und war auch selbstständig, habe keine Firma gehabt und habe mich immer mit dem Kunden bemüht und akquiriert, was du dafür erwartet. Und da bin ich immer weniger motiviert worden, abgewiesen und so. Ich wollte lieber, wenn du dir klein machst, das. Und dann war es Wochenende und war es da und Nacht und Tag und das wollte ich auch nicht. Also ich war echt müde geworden, weniger ambitioniert, beruflich. Ich bin dann nicht mehr wirklich ausgegangen und habe dann nicht mehr drei Bildungen, sondern war ganz mehr abends schlecht. Aber ich habe noch nicht gewusst, also du hast gewusst, Parkinson, das Krankheit gibt es einfach, aber nein, nicht dann genau. Hast du gar nicht gewartet, Parkinson? Ja. Wie viele Alterskrankheit, die irgendwie in der Ferne liefen. Ja. Was ich damals gewusst oder geahnt hatte, war, dass das irgendwas ist, was mich überrollt oder übermahnt. Mhm. Und ich habe das für Leute für Chronic Fatigue genannt, flutet. Weil es einfach diese Chronik-Fatigue auch. Aber das ist nur ein Aspekt der Entwicklung. Mhm. Da kommen dann physikalische und psychische Probleme dazu. Parkinson hat keinen einfachen Marker, wo man sagt, das ist die Krankheit, sondern es ist eine Vielzahl von Symptomen. Es wird systematisch diagnostiziert und wenn man drei von denen hat, von der Hauptsymptomen, dann ist man Parkinson erkrankt. Das sind nicht bekannt, glaube ich. Ja, sagt man sehr gut. Die Langsamkeit, die Steifheit und der Tremor, also der Zittern. Ich habe nie einen Tremor gehabt, also keinen Nennenswerten. Ich bin nur immer langsamer und steifer geworden. Mhm. Was ja an sich nicht schlecht ist, ich war eh zu schnell unterwegs. Sagen wir, also gerade so war es nicht schnell. Dass der Go-Getter, Jet-Checker. Aber. Ja, und sie bremst auch, aber das ist nicht nur die äußere Bremse, die man sieht, sondern auch innerlich. Das ist, die ganzen Organe sind oft so viel weh, das ist nicht aufzuhalten. Ich kenne die ganze Zeit ein Jammer, wo es auch nichts bringt, irgendwie. Ja, so bist du in Australien, der Arzt hat das diagnostiziert, aber dann damals hast du wahrscheinlich nicht googeln können, nach Hause rennen und sagen, Parkinson eintippen, sondern wie bist du weitergekommen? Was ist weiter passiert? Schon so ähnlich. Also, das war ja dann noch die 2000. 5 oder so, 6 Jahre, wo die Diagnose erfolgt ist. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ich selber gehabt habe. Weil der erste Neurologe hat immer gesagt, das ist Parkinson. Und ich habe gedacht, das sind mir neue Leute. Und was soll ich damit nicht? Was tut das überhaupt kein Mensch? Ja, bin ich schön einfach mit der Einstellung. Ein Jahr später mal
Ja, sicher gegoogelt. Das war, da war schon. Okay. Die Google war schon. Ja. Sehr, sehr live. Okay. Also in Australien zumindest. Wüsste ich, was ich nicht, vielleicht nur nicht so wirklich hier im Ausland. Aber nein, es war so alles dort und die hat mich bei der Bankwissen in South Wales eingeschrieben. Und sogar lebenslang eine Membership dort übernommen mit 300 Euro. Weil man dachte, das ist eine chronische Erkrankung. Du wirst eh nicht los, dann kannst du gleich bis zum Lebensende mal gut beitreten. Ja. Aber C ist ein Mittel, mit dieser Wut hat man. Ja. Diese Summe der Symptome, die war noch anders, weil da hat sie beide mit dem rechten Bein und auch so nach oben, also dann ist dann richtig aufgenommen. Die rechte Hand hat dann aufgehört mitzuschwimmen und gehen. Dann war hochgehängt. Einige Sachen sind vor allem auffallen. Einige Sachen sind mir auffallen, zum Beispiel das mit dem Zähneputzen. Oder irgendwas in ein hohes Regal einsetzen. Überall dort, wo man halt ein bisschen mehr Bewegungskomponenten einsetzen muss, ist schwierig geworden. Also jetzt sogar in den Team rein. Um 6. Aber das ist eh, da war damals noch kein Thema, das ich dem Haushalt erzählt haben könnte. Er hat sich das Interesse angehört und dann habe ich gut, schon mal nach, das ging noch gar nicht so. Dann bin ich nur rumgegangen und hat das dann bestätigt, weil er hat geheißen, dann machen wir die Späßchen mit einem, das ist immer komplizierte, eine Struktur beten musst, hochrechnen und was ich mit dem Sinne ableiten wollen, ist einfach, wie du reagierst oder wie du dich bewegst. Wenn du an irgendwas stark denkst, also 100, 33, 34, glaube ich, immer rundrechnen, weil du dann die Hände und der Körper was anderes macht. Also ich habe mir gedacht, die wollen einfach mal Intelligenz testen, aber die wollen einfach schauen, wie im Ruhezustand mich bewegen und so. Aber irgendwann, also ja, dann hast du nicht akzeptiert. Ja. Im letzten Jahr ist es dann aber so groß geworden, die Krankheit auch für dich. Du hast dann angefangen, Vereine zu gründen. Du hast andere Betroffene vernetzt. Ja. Ich meine, wie oft hast du dir gesagt, dieses scheiß Parkinson, also es bestimmt eigentlich alles von deinem Leben, oder bist du da immer, wie oft hast du da geflucht in deinen vier Wänden? Ziemlich oft, ja. Ich habe Parkinson-Treffen besucht, wo ich auch weiter fortgeschrittene Patienten gesehen habe, die waren sehr frustrierend. Das war irgendwie für so ein Flugkabinett, kann man fast sagen. So habe ich es damals empfunden. Die Monster-Show. Ne? Aber wenn ich nicht so weit einmal irgendwann, dann kann ich gerne die Kugel geben. Würdest du jetzt auch schon dort drinnen stehen und drüber fliegen? Nein, wenn ich noch nicht, weil ich gemerkt habe, dass sich der Körper oder der Mensch dann alles oder fast alles gewöhnt oder anpasst, die Fähigkeit hat, sich anzupassen. Ich sehe immer noch das Gaushalt voll. Und solange es, ja, ich meine, ich schaue jetzt, es ist seit dem Sport da und war noch ganz knackig, aber ich könnte mir vorstellen, dass es sogar was Positives hat. Und in diesem Positiven an das angehaltene Fest, zum Beispiel, dass jetzt diese Bücher geschrieben habe, die vorher. Ich habe zwar als junger Mann angefangen zu schreiben, abgesehen von Liebesgedichten für die Freunde. Einige große Arbeiten gemacht, die so lala waren. Aber ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt der große Schriftsteller wäre. Das hat sich dann das Leben, durchs Leben sowieso aufgelöst, diese Ambition zu schreiben. Ich habe zwar Tagebücher geschrieben, Reisetagebücher geschrieben für. Aber
dass ich 4, 6, 5 Bücher geschrieben habe oder rausgegeben habe. Das hätte ich als Gesunder nicht gemacht. Ne? Ich bin dann ein Jahr später von einer Pension geschickt worden, weil ich also mit dieser Unsicherheit und dieser langsamen Bewegung nicht mehr in der Lage war, die Arbeiten zu machen, die in der kommerziellen Grafik gefordert waren, weil ich auch die Bücher also gestaltet und die Typografie und jedes Detail ausgeführt. Aber das werden also kommerziell nicht zu verkaufen gewesen. So viel Geld, das kostet vom Stundenaufwand. Also ich habe das einfach für mich gemacht, für Menschen, die Interesse haben, am nicht zu normalen zu lernen, zu wachsen und auch sich selbst wohlzufühlen, dadurch die Gesundheit mehr zu schätzen als andere. Die Körper sind ja als Gott gegeben und unzerstörbar, unkaputtbar, nur als Gott das gefallen wird. Du warst ja früher, warst du Autor, Verleger, Aktivist, Organisator, Netzwerker? Nein, also Organisator und Netzwerker und Aktivist. Aktivist schon, aber das ist eine wenn man was auf die Zeichen gegangen ist oder wenn man jemand draufstehen ist, habe ich gewusst, mich zu wehren. Ne? Und das ist ein gutes Beispiel für Aktivismus. Das ist meine Gründung einer Beach-Campaign. Die habe ich einfach recht professionell und recht stark durchgezogen. Ich bin ein Naturist, ich gehe gerne nach Baden, ich will meinen Strand erhalten. Das Kanzelrot, wo dieser FKK-Strand, also dieser inoffizielle FKK-Strand gelegen ist, hat sich irgendwann mal gedacht, das ist wunderbar, die hätten loswerden. Jetzt wollen wir eine familienfreundliche Stadt das machen. Und ist man ziemlich auf die Galle gegangen, habe diese Free Beach Association gegründet, war mit dem Fernsehen, war mit auf Stilzeit von der Lokalpresse. Also ich wusste, wie das macht. Ne? Und habe halt einfach die Fähigkeit, die vorher in erklärter akademischer Medienfachmann eingesetzt, und das Gute für mich zu retten. Das ist natürlich, ich wollte auch auf eigene Frage, wie schmerzhaft ist es für dich, dass von vieler dieser Tätigkeiten jetzt nicht mehr so ungehindert fortführen oder machen kannst, wie die anderen dazu mal. Also das Schreiben fällt schwer, das einen FKK-Strand zu machen, das ist schon auch wieder mühsam. Das braucht man natürlich gar nicht damit zu machen. Okay. Na, aber wie sehr lohnt sich das, oder wie sehr schmerzt sich das? Oder? Ja, es hat mich schon geschmerzt. Also, natürlich, wenn du früher 6 Tage im Wochen fortgegangen bist, kulturelle Veranstaltungen besucht hast und dann auch hinterher mit den Leuten auf Bier gegangen bist und mit denen ich drauf auskommen bist, du nächsten Mal fit warst, das geht mir schon ab. Jetzt gehe ich halt einmal in Ordnung, was für mich viel Kraft erfordert. Diesen inneren Schweinehund zu erwinden, das hier jetzt noch aufzulaufen und ins Auto zu setzen oder irgendwo hinzufahren, dann vielleicht noch zu fotografieren oder aufzunehmen oder zu schreiben, muss man sagen. Ich habe ja in den letzten Jahren Kulturjournalismus betrieben, so wie mir gefällt. Und da habe ich draußen an Büchertischen einige Exemplare dieser Arbeit. Aber hast du dann auch ziemlich bald gemerkt, weil Menschen, die krank sind, die berichten ja oft, dass das Umfeld sich loslöst und dass man sehr bald einmal also mit sehr viel weniger Leuten umgeben ist als zuvor. Hast du diese Erfahrung auch machen? Ja, sicher. Das sind ja, die Leute, die einem gut gehen, sind zahlreich. Ne? Da ist man lustig und fröhlich und tralala. Und wenn man nicht so kann, nicht so weit wandern kann und nicht so weit aus dem Land aufbleiben mag, sich irgendwas anzuhören, das merken die natürlich. Und da schreit sich dann die Perle von der Steuer. Also, die guten Freunde, die bleiben schon erhalten. Sind natürlich dann weniger, aber die Frage, ob die viel mehr gebraucht hat. Ich habe eine tiefere und eine intensivere Sichtweise der Geschehnisse mich gelernt. Kommt mir das eigentlich auch zurecht.
in der Welt ist. Und man hat die, man hat ja andere, ich sag mal so, diese Frage sind ja nur eins, der Scheißkranke, einer der Scheißkrankheiten, die sich ungefähr 10 Millionen Menschen weltweit eingeschlichen hat, das kommt so fast unmerklich von hinten an. Diese 10 Millionen und die 100 andere Millionen, die auch ähnliche geschissene Krankheiten haben, sind nach wie vor Menschen, sind nach wie vor deine Freunde, Verwandten, Nachbarn und so weiter. Und die zu verstehen, ist das eine der Hauptsachen zur Aufgabe meines Lebens geworden. Wobei nicht auf frühe Folgen nicht zurückzukommen. Es ist nicht einmal ganz klar. Ich habe früher mal gedacht, okay, ich bin Parkinson betroffen, also jetzt tue ich nichts anderes, als da Vorlesungen zu geben und Gruppen zu gründen und so. Jetzt mache ich schon alles andere. Also ohne Parkinson wirst du nach wie vor in Australien ein Surfbrett pflegen und kämpfen für die Strandarbeiterung, oder wie das ist? Ja, und ohne Frau. Also das ist ja auch eine Komponente in meinem Leben, dass ich mit den Frauen, die ich kennengelernt habe, immer umgezogen bin oder ihr Träger irgendwas gemacht habe. Ja. Die letzte Partnerin mit der Krankheit, oder die erste, die mit Krankheit diagnostiziert, präsentiert bekommen hat, das war eine Portugiesin. Der war 5 Jahre zusammen, das ist dann gleich ein Name gebrochen. Langsam. Aber es war ja eigentlich ein großer Glück. Also, ich bin jetzt was ich da alles war. Große Liga und dann haben wir noch Steffi dazu gebraucht. Nach Australien, Sie sind, ich glaube, 25 Jahre aus oder Australien. 25 Jahre, von 89 bis 2013. Es gibt offenbar drei Stadien der Krankheit. Ja. Das hast du auch mir mal erzählt bei unserem Interview, dass wir damals so viel gemacht haben. Die erste Phase hast du genannt Honeymoon-Phase, wenn ich mal richtig. Kannst du mal uns das kurz erklären? Also was ist? Im Honeymoon weiß man, dass man die Krankheit hat, aber man kann immer relativ gut kaschieren. Für die anderen, für die Partner oder für die Umgebung ist man dann eigentlich ganz zu uns oder macht dann wahnsinnig sonderlichen Eindruck. Ist ja eben der Tatsache, dass man früher ins Bett gehen möchte und weniger sauft und soziale Komponente sicher befreundet. Aber auch in der Firma, wo ich mit dem Arbeitskunft gearbeitet habe. Aber das gibt mir ganz viele junge Leute, die schämen sich auch dafür, dass sie krank sind. Können nichts dafür, aber sie schämen sich und deswegen versuchen sie es unter den Teppich zu kehren. Das geht im Honeymoon noch einigermaßen. Da spürt man den Druck oder die Schwere, die langsam in einen hineinwächst. Aber nach außen hin schaut man recht passabel aus. Das sind meistens 10 Jahre. Also wenn man auch zurückschaut, vom Datum der Diagnose, da hat man plötzlich so einen Stempel auf. Aber die Anlaufzeit war schon wesentlich länger. Aber der Honeymoon ist vorbei quasi. Der ist leider vorbei, ja. Ich bin in der zweiten Phase, wo ich eben nicht mehr zu duschen kann, wo eben so jetzt mehr Bewegungen dazu kommen, die Stimme. Also, ich kann mir jetzt, früher habe ich mir hingestellt und habe vor 100 Leuten oder wofür auch immer reden können, die waren nicht mehr bei, die waren dann einfach laufvoll. Jetzt stoppt ihr da hin und wenn ich ein Mikrofon zu neuern, ja, und wenn er an den Tisch sitzt, hört, ich glaube, ich bin nicht existent, weil ich nicht die Überzeugung hinter meiner Stimme bringen kann. Das ist schwer zu erkennen, so das ist, aber es ist so. Weil ich das jetzt auffällt, dass ich eigentlich ziemlich schlecht. Also, ich kann mir das, was ich jetzt sagen wollte, noch besser vorstellen, in einer besseren Sprache. Oder ich greife oft so, ich mache keine Sätze zu, weil ich mir vergessen habe, womit ich anfange. Da bist du nicht allein. Das betrifft uns alle.
Platte hat auf jeden Fall gestimmt. Jetzt war es ein Teil davon. Aber trotzdem, ich bin noch nicht ganz abgefahren oder verbraucht. Nein, nicht. Es ist noch, ich bin noch mobil, also ich fahre noch Auto, ich fahre allerdings nicht immer, es gibt schon Stunden. Also Bewegung, die Leben wünscht im Leben. Das ist nicht so, dass man immer gleich schlecht läuft, sondern immer gleich gut. Man macht diese Wellen und in einer tiefen Welle, die heißt Off-Downs, würde man nicht mehr ins Steuer setzen. Aber im On fahre ich eine Welle auch mit, das ist nur so. Jetzt habe ich das vergessen. Ich habe dich ja besucht vor ein paar Jahren und dann haben wir ein Gespräch für das Profil geführt. Und das war jetzt auch natürlich für mich jetzt ein bisschen seltsam, dich zu fragen, wie ist es beim Aufstehen oder wie ist es beim Schlafen legen. Aber du gibst da gerne offen Auskunft darüber. Also das war dann eigentlich ein sehr, sehr offenes Gespräch von dir und man hat das Gefühl gehabt, sondern eine Unmöglichkeit, aber auch Scheußlichkeit hat der andere, was du mir da damals erzählt. Also wie das zum Beispiel beim Schlafen ist. Ne? Das ist oft nicht einschlafen, aufwachen, wenn du aufwachst in der Nacht, wie mühselig das sein kann. Ja, das Aufstehen ist du bist ein sehr negativ, wenn du jeden Tag aufstehen. Ich komme das kommt auch darauf an, wie man eingeschlafen hat. Wenn man guten Sex gehabt hat, wird es aufstehen leichter. Wenn man keinen gehabt hat, dann ist es einfach so. Es gibt keine Motivation, aus dem Bett zu gehen. Und es gibt auch keine Kraft dazu. Es ist so, eigentlich bräuchte ich schon ein Bett mit Härtegriffen und sowas. Im Krankenhaus habe ich auch noch nicht. Das ist noch doppelt so schwer, weil ich muss mich dann erstmal irgendwo auf die Seite drehen. Man fühlt sich wie ein Sack zu nehmen, habe ich gesagt. Und ich habe nicht, also das dauert oft Minuten oder Stunden nach Stunden, nicht, aber bis ich dann mal aus dem Bett mich rausbeule oder rauswucht. Und dann kommt man uns, wenn ich aufs Klo muss, das ist noch schwieriger. Ich meine, das ist mir noch nichts passiert, aber ich habe das für jeder Zeit passiert, wie kommen da jetzt die Leute. Weil diese Drogen, die man nimmt, die Patienten, diese Drogen, diese Dopaminersatzmedikamente oder Dopaminverstärker, wirken halt nur dann, wenn man sie nimmt. Und wenn man sie regelmäßig nimmt, wenn man sie über Nacht und sie nicht nehmen kann, wenn man versucht zu schlafen, geht der Spiegel so weit runter, dass es grausig ist, den wieder aufzubringen. In der Früh, das existiert sowieso nicht, da geht gar nichts weg. Ja, das passt zu den Drogen, weil ich habe ja öfter erklärt, damals außer hier auch im Publikum erlebt, wo ihm seine Frau dann die Tabletten gegeben hat und er war dann high. Es gibt ja auch einen schönen Film, Reisen im eigenen Zimmer über Gerhard Ammannshauser. Und der Gerhard war dann oft hier high, hat was getanzt, also getänzelt. Was machen diese Drogen mit dir? Ist das eine ähnliche Wirkung, dass du dann high bist, artig? Oder? High bist du in deiner On, heißt das bei uns. Oder Off? Off ist diese flache, schwere Geschichte und On ist immer wieder normal werden, also fast normal. Der Gerhard hat sicherlich, wenn er wieder einmal gerne mit dem Rudi draußen war, aber er hat natürlich den Film gesehen. Und. Aber da hast du mir gerade damals eine berührende Anekdote erzählt, kannst du erinnern? Ja, genau, das war mit ihm in seiner Demenz, die. Aber in dem Film liest er irgendwo, einen, vielleicht hier oder, also auf jeden Fall in einem einen Text. Und da schaut er auf und sagt, der Text gefällt mir, wer hat ihn nicht geschrieben? Nur seiner. Ja, mir geht es noch nicht ganz so schlimm. Also, ich habe gesagt, also, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann haben wir nachher keine Kopf gemacht. Du glaubst, ne? Ja. Da funktioniert es, aber.
Noch geht's gut, ja. Was ist die Perspektive? So 15 oder was würdest du sagen? Oder dass du, also ich erkenne die Hoffnung nur länger, weil du nichts bist. Ja, ich bin ja auch erst mal in der Nacht, wenn es mal so mies geht. Habe ich oft unsere Todesarme. Da höre ich mein Herz, dass das rast. Da sind die Füße geschwollen und die Arme voller Wasser. Das heißt, und so. Aber dann nehme ich wieder Drogen oder Medikamente, komme wieder rauf, fühlt sich immer an, halt wieder. Der Stefan Weber hat seinen Parkinson Plus sehr schön geschrieben, den ich auch gefunden habe. Ich nehme Dopamin und erfülle mich wieder 25 Jahre. Die alte Kraft kommt zu mir. Also, und ich fühle mich wieder total wollte und Tanzfleur. Also der Weber, der gesund wie will, eine Dauererektion, die scheiße Parkinson. Das ist richtig. Das ist ein Thema, das man nicht gerne anspricht, weil es eben von vielen peinlich ist. Aber die Drogen wirken natürlich auf die Libido. Und die machen, die erzeugen ein Suchtverhalten bei den meisten Menschen. Je nachdem, was die für Vorgeschichte gehabt haben, jetzt entweder sucht, sich eine Menge Schuhe zu kaufen, oder sein ganzes Geld zu spielen, oder die Kühlschrank nicht lassen können. Und auch Sexsucht ist auch ein Teil des, kann also auch ein Teil des Symptoms sein. Ich habe es wahrscheinlich auch gehabt, weil ich habe Frauen geliebt und da ist einiges dran gekommen. Aber in den letzten Jahren habe ich das kaum eine Frau gesehen, die mir den Kopf verdreht hätte. Also ich wünsche mir so schön weg sein, aber ich habe einfach allen Frauen, die irgendwie um mich herum aufgetaucht sind, mit denen ich flirtet, weil das einfach musste. Das war für mich was Normales, aber lassen wir uns das manchmal nicht sagen, auf das geschaut. Und Schultern ist sie voll. Die macht mich zum Personalberater. Was ja auch nicht schlecht ist, weil ich glaube, also in meinem Fall war es sehr freundlich und rücksichtsvolle und respektvolle Flirt-Geschichten. Du hast schon vorher erwähnt, es gibt ja die Altersparkinson. Es gibt eine berühmte oder bekannte Personen, Ali, obwohl es wahrscheinlich wieder andere Ursachen hat, aber es gibt Ossi Osborn, also diese Hollywood oder ganz Stars, gibt es einige. Es gibt aber immer nur diesen Michael J. Fox, der verkörpert das Gesicht, ist für sich, dass man es in sehr jungen Jahren bekommt. Ja. Wie würdest du sagen, also ist da die, gibt es das nicht so oft in jungen Jahren oder weil es da nur dieses eine Gesicht ist? Es ist nicht immer diagnostiziert und es wird geschätzt, dass ungefähr 10% der Betroffenen frühen Parkinson hat, also vor 65. Und auch 65 ist auch noch alte Parkinson dazu, das ist die weiter verbreitete Form. Aber es ist gleichzeitig bemerkt, beobachtet von den medizinischen Trials und klinischen Untersuchungen, dass es zunimmt. Also das Alter geht runter. Man weiß die Ursache nicht, vielleicht ist es, dass einige Behandlungen und dort das genetische Fehler sind, andere sagen, es ist irgendwie die Umwelt, das Schutzmittel für Käfer oder so etwas, die man vielleicht eingeordnet hat. Hast du das damals für die auch sagen, versucht zu ermitteln? Warum gerade? Wenn du die Frage ist, dann gerät einer, warum gerade nicht? Warum? Ich habe versucht, und für herauszufinden, welche Fehler man eventuell gemacht haben könnte, um sie zu kriegen, wo man vielleicht mal irgendwo in einem Ratengiftbett geschlafen hat oder sowas. Aber das ist alles, also die Krankheit kennt man seit über 200 Jahren.
von der Weisheit her nicht, wie man sie, wo sie herkommt und wie man sie heilt. Das interessiert auch viel zu wenig Leute, wenn man halt noch 100 Millionen, 10 Millionen auf der Welt und nicht das große Geld für die Pharmakosten nimmt. Aber Herr Parkinson hat ja so 18 irgendwas geschrieben, also er sieht Zeichen, dass das irgendwann heilbar sein wird. Aber er ist optimistisch. Ja, ja. Das war von den Jahren, das war auch. Das ist sozusagen der Faden, den viele Leben hängen, dass es einmal besser wird. Aber es deutet nichts darauf hin, dass es funktioniert. Ja. Nach wie vor, also man muss natürlich viel Geld reinputzen, um Möglichkeiten zu finden, wie man sie erwarten kann. AIDS ist ja, ich weiß, es ist nicht so sexy. AIDS war immer verbunden mit Sex und mit Community und so. Da hat man Geld gehabt, da ist es sehr egal. Jetzt ist es eigentlich weitgehend bei dem und mehr. Parkinson ist viel zu. Ja, man kommt immer mit, also wenn man Leute, die längere Zeit betroffen sind, so wie mich und auch diesen Michael J. Fox und so weiter, die schauen alle nicht mehr gut aus. Der Michael J. Fox war früher mal Schauspieler. Der als solcher Einnehmung bleibt, wenn man jetzt treffen würde, ist der Kasperl. Und mit dem Kasperl kann man dafür anfangen. Ich meine, ich sitze noch relativ gut da, in 5 Jahren, da möchte ich eigentlich nicht mehr repräsentiert werden für das, was ich bin. Also in der ersten Phase kommt die zweite und dann kommt die dritte. Die dritte ist noch die Unmöglichkeit. Da sitzt man im Rollstuhl, ich habe gegessen, ich wollte den Rollator noch ein bisschen spazieren, das braucht man auf jeden Fall zur Bewegung und Hilfsmittel. Aber die wird ja wirklich auch eintreten, zu der Phase. Ja, wenn man vorher umbringt, schon. Hast du schon geplant, ja? Ja, sicher, aber ich habe es immer wieder verworfen, weil noch macht Spaß, noch habe ich eine Freundin, mit der Sex Spaß macht, noch habe ich auch Leute, die das schätzen, was ich mache. Wenn im letzten Jazzfestival 300 Leute ein Zelt gehabt und die CDs verkaufen können hinterher. Also das sind ein Erfolgserlebnisse, von denen ich zehre und mit denen ich mich weiter wurschle, von mir von Tag zu Tag. Aber diese dritte Phase, wie du sagst, das könnte der Rollstuhl sein, das könnte die Artikulationsfähigkeit sein, ja. Kann ganz schlimm werden. Also das muss in deinem Kopf schon auch so mit große Explosionen verursachen, wenn du weißt, es wird dorthin gehen. Ja, meine Mutter ist sehr alt geworden, war die letzten 2-3 Jahre in einem Seniorenheim, Altersheim eigentlich. Und dort hat er eine Zimmernachbarin bekommen. Ich habe die immer wieder mal getroffen, wenn ich sie besucht habe. Und sie hat mir gesagt, bring mich um. Dann hat auch niemand gewusst, was sie eigentlich hat. Meine Mutter hat gesagt, die spült mir. Die Mama geht sie selber aufs Klo, dann tut sie wieder, dann muss sie wieder tauchen. Ne? Als die gestorben ist, habe ich die Schwester gewusst, was eigentlich mit der alten Dame los war. Dann habe ich gesagt, die hat Parkinson gehabt. Und das hat mir dann ziemlich viel Erschütterung in meinem Kopf verursacht. Und das kommt zu den Steuern, da kannst du nicht zum Umschiffen. Wie dann reagiert das nicht? Leider gibt es noch nicht die Pille für Notfall. Aber ja, mal sehen. In der dritten Phase ist so die Parkinson-Demenz. Du kannst alles vergessen. Du kannst, ja, du bist der Pflegefall. Da muss man sich umdrehen und dann hinten hast du geschwind. Geht nicht mehr. Man steht nicht da, aber es ist das Dokument dann tot, Ende, aus. Und ohne den geht es nicht. Kräftiger Deep Brain Stimulation oder kräftiger permanente Punkte im Darm. Die Medizin ist ja vor allem wirklich Ideen gekommen, aber funktioniert nichts wirklich. Vielleicht öffnen wir mal zu unserem Bankwart und aufmerksam Publikum. Jetzt haben Sie aber Fragen an den Gannibau.
interessiert. Ich meine, wir wissen leider, das Leben, alles im Leben, auch die Liebe hat ökonomische Faktoren. Und der Krankheit hat ökonomische Faktoren, zum Beispiel in der, wie du gesagt hast, in der Forschung. Ja. Aber auch die Medikamente und kosten ja auch etwas. Ist das etwas, was in Österreich hoffentlich der Staat dann bezahlt? Hat das was, hat jemand, der, ich sage mal, der reich ist, sagen wir es ganz einfach, ja, der mehr Möglichkeiten auch bei Parkinson oder noch Parkinson alle gleich? Parkinson noch alle gleich, ja. Es ist unterschiedlich, wie die Länder mit den Gesundheitsbudgets oder mit der Gesundheitsversorgung umgehen. Australien und ein Fall Österreich sind ähnlich. Da sind alle Medikamente gedeckt von der Versicherung. Das ist ja ziemlich arg, wenn man die kaufen müsste, das ist ein schöner Teil. Du musst 10 ungefähr nehmen, habe ich in Erinnerung, oder? 10 ja. Parkinson. Ja, und auch das denkt hier. Ja. Das hier wird immer höher. Die weniger waren, jetzt bin ich erst 200 bei 5 oder so. Also bin ich ja am Ende der Dosierung angelangt. Mehr geht nicht mehr, wenn es schlechter wird, dann zeigt sich das 1:1. Amerika war, also die USA waren es viel schlechter dran als die Australier und die Österreicher oder die Europäer. Aber haben jetzt, nachdem wir uns auf die festgestellt haben, auch eine neue Gesundheitsregel oder Bill, so wie die heißt, Bill, eingeführt. Also auch dort wird das Parkinson als behandlungswürdige Krankheit anerkannt. Und früher haben sie uns noch nach Kanada gefahren, heute hat die mit den Bussen nach Kanada gefahren, hat die billiger waren, die Medikamente, als in den USA. Das hat sich, du hast einen Film sogar gegeben, den Love and Other Drugs. Das ist empfehlenswert. Weil er also auf die Beziehungsgeschichte und auf die soziale und ökonomische Situation zwischen den USA und Kanada eingegangen ist. Aber ja, macht alle gleich, weil der Reiche kannst du nicht mehr. Obwohl ich meine, ich kann vielleicht ein Rollator aus Gold kaufen, aber das ist nicht. Du sollst lange aufklären, ja? du hast Homepages gemacht, also Parkinson, also das, wie weit reicht das eigentlich in deinem Alltag, wenn dich eine Frau oder ein Mann im Supermarkt anschaut und der dieses leise Entsetzen, das man auch oft hat, nicht? Also, wie das du beschrieben hast. Also, könnte besoffen sein oder könnte. Erklärst du denen, dass das, was da los ist? Oder? Also ich bin ja nur ein kleines Rädchen in einem globalen Netzwerk von Webseiten und Aufklärungsplattformen. Ich habe in Österreich jetzt viel vorangetrieben in den letzten 10 Jahren, aber in Deutschland und in anderen europäischen Ländern und auch. Also, das ist eine kleine Gruppe, die erkrankt ist, aber sie macht doch relativ viel Lärm. Und sie macht jetzt auch genug Lärm, dass der Weltparkinson-Tag als offizieller Erinnerungstag anerkannt wird. Die medizinischen Verbände und die Pharmaindustrie, auch diese unwesentlich, dass die sich dafür sind. Wir kommen jetzt im Moment Essen dran, also es geht uns weiter. Ich glaube, es, wenn wir das, was ich von dir, dann Standard hat mal in einem Artikel geschrieben, das ist Parkinson, in der Meinung der Redakteure, das war, ist die Krankheit, die am stärksten ins Internet vertreten ist. Brustkrebs oder was weiß ich, AIDS oder Multiple Sklerose sind zwar größere Krankheiten, aber die sind nicht so präsent, wie wir es jetzt Gott sei Dank sind. Und durch diese Ziffern, also jede Gruppierung mit Gewicht ist auch immer Anhänger, aber mit
gesamte globale Parkinson-Community trifft, austauscht und ihre Forderungen formuliert und Ergebnisse präsentiert. Aufgrund dieser globalen Bewegung hoffe ich, dass das jetzt, ich meine, die werden jetzt nicht von Antip jetzt betroffen, weil ein klinischer Trial dauert 10 Jahre, dann nehmen wir vielleicht die Droge. Oder die. Und die lokale Aufklärung, also im Supermarkt oder so, sagst du, wenn denen im Supermarkt höre ich ein Parkinson und oder wie läuft das ab? Das passiert laufend, mir fällt eine anekdotische Geschichte ein von einer australischen Bekannten, die von Bouncer, von einem Restaurant zurückgewiesen worden ist. Von einem Bouncer? Bouncer. Also Achso, Bouncer, okay. Ja, Türsteher. Türsteher, ja. Weil er hat die Meinung, sie wäre besoffen, weil er sie halt irgendwie zu Recht hat. Und das ist ja ohne mir die Frechheit eigentlich. Da müssen wir. Wir haben keine Ausweise eingesteckt, die ist abhängig von Parkinson. Das ist immer versucht so mit dem Button, aber das ist auch nicht für. Wenn Sie den Button nicht kennen, dann kennen Sie die gar nicht. Ne? Das ist schwierig zu lösen. Das ist nicht überhaupt. Jetzt nach der Literatur kommt ja die Musik bei dir. Ja. Rock'n'Roll, ne? Da bist du schon Orgel, ja, Sauer oben, oder? Wenn du so du singst und. Naja, das Mikro. Du lass dich das auch aus, ne? Oder schon. Wo sonst? Den Parkinson Blues habe ich von Stefan Weber, also der ist ja auch kein Beschädigungsbau, das haben sollte. Mit den 3 Jahren. Ich habe ihn getroffen, also getroffen ist gut. Ich bin zu ihm ins Krankenhaus gefahren und habe ihm gesagt, ich hätte gerne sein Blues-Singer, aber ich laufe dagegen auch. Ne? Das war ein Bild, mein Gott. Ein strahlendes Gesicht, ein unbewegliches, glattes Gesicht, wie die Haut, die man so schön bei uns von Drogen. Ein schönes, glattes, rasiertes Gesicht, große Augen, die ich noch nicht einmal reden kann. Ich habe das mühsamste irgendwie versucht zu interpretieren, was er gesagt hat. Und dann ist er gestorben, ein paar Monate später, vielleicht ein Jahr später. Aber das war, der war so ein Akira, ja, Musiker und dann sieht man da als alles im Bett liegen und kann nichts machen. Und das ist natürlich mein Schicksal auch, dass man dort sieht. Aber trotz allem diese Nebenwirkungen, also du sagst, du warst der Flirtkönig, du hast eine schöne Haut. Aber positive Nebenwirkungen gibt es auch von der Flirtkönigin. Du musst es nebenbei eingreifen. Ja, die positive Nebenwirkung war die, glaube ich, dass ich die Zeit gehabt habe und auch das Können dazu, diese Webseiten zu bauen, diese Bücher zu veröffentlichen. Das konnte jeder. Es gibt zwar doch einige, die ihre Krankheit beschrieben haben, aber das ist eine Literatur, die nennst du gestaltet jetzt einfach schon meine. Ein bisschen mehr Stolz ist natürlich auch dahinter bei mir, dass ich das gescheit gemacht habe, was ich gemacht habe. Darf ich da was fragen? Habe ich richtig verstanden, dass Sie sagen, verbal haben Sie oft Schwierigkeiten, sich auszudrücken? Ja, es kommen auch immer Schwierigkeiten dazu, dass man nicht das richtige Wort einfach oder der Begriff so die Glas oder so, und das wird so drin. Aber ich kann Dinge nicht mehr benennen, die früher normal ausgesetzt waren. Aber wenn es mir dann einfallen, einen Tag später oder so, dann weiß ich es wieder. Aber meine Frage ging dann noch weiter. Und wie geht es dann schriftlich? Schriftlich können Sie sich ausdrücken? Ja, schriftlich, ich habe die Texte von alles so 25 Mal redigiert. Ich habe nie eine Fassung. Ich schreibe was oder ich mache irgendwas wurscht aus. Ich mache was und ich bin jetzt zufrieden damit, ich mache es besser. Und immer wieder besser und immer wieder besser. Also das schwere Fall mit der Krankheit ist das Schreiben. Das heißt, so quasi, ist das ein sehr mühsamer Prozess? Nein, jeder kreative Prozess kann mühsam sein, wenn man zurecht weiß, was man schreiben will. Aber wenn man die Idee oder das Konzept mal hat und das dann ausdrücken will, ja, dann kann man es halt so oder so schreiben. Sind das 2 oder 10 Finger? Hast du immer schon 2 oder irgendwo auch 10 Finger geschrieben?
Also du musst jetzt auch das Schreiben selber. Das ist kein, also handschriftlich kann so viel schreiben, kann man nicht so viel schreiben. Und mit dem Tippen verhaue ich oft dann an Buchstaben, mit dem Nachbuchstaben, wenn ich mir sicher gegeben bin. Du schreibst sowieso mit zwei Fingern, oder vier maximal. Und manchmal tue ich es selber tippen. Mit Doppel-L oder sowas. Und also, ich muss jedes Wort korrektur lesen und korrigieren. Wenn ich was schreibe. Aber gut, es ist so, ich weiß, dass ich schreiben wollte. Ja. Das ist einfach dann ein Erfolg, dass nochmal drüber gehen zu und dann hat die. Ich bin sehr Spaß mit dem Buchstaben, mit Tussi. Es gibt halt, die tun das ganze Wort weg und schreiben es nach. Also du tust Buchstaben für Buchstaben glauben und richten und. Du bist dann wieder rein mit der Maus. So. Ja. Das ist sehr komisch, wie das ist. Wir haben natürlich so eine Veränderung, du musst übrigens sein nicht zu. Aber hat sich das Lesen bei dir verändert auch? Lesen ist schwierig geworden, es hat wie viele meine Alterskollegen, vielleicht du auch, tut sich schon schwer mit dem Lesen. Ne? Und dann kriegt man dann sichtiger, kurzsichtiger, alterssichtiger. Man braucht die Leserbrille. Und ich habe immer eine Einstellung, weil manche Dinge kann ich einfach nicht ziffern, kann man selber mehr lesen und sonst was. Gut, aber du bist ja am Ende schon älter her. Also ja, nein, du ja, das ist jetzt 65, bitte. Ja, gut, aber das ist daraus keine Familie. Also ja, aber die drücken auf der Nase. Und die ja. Das hat die Parke, sonst nichts. Aber das ist fast noch, ob ich viel lesen. Ne? Nein, das ist schwer, das ist sogar ein Roman. Das ist ja schwer, seit der zu lesen und dann um später mit zu erinnern, was vorher gesagt war. Ja. Also die Konzentration fehlt mir. Ja, kurze Texte, ja. Also das aber ist es dann nur Konzentration oder ist es ein, ich meine, wenn du dich dann wirklich auf das Buch konzentrierst, dann sind die vorigen Seiten auch da oder ist es einfach schon schwer und schwer möglich? Ich habe früher mal viel gelesen, und die Schläger. Ja, klar. Das war so extrem genau, oder nicht? Ja. Aber. Nein, die Knacke habe ich immer noch, aber ich kann keine Seiten lesen, um einen Fehler zu finden. Aber das ist ja auch so, dass man als Leser, als Schläger hat, mehr Korrektur lesen als als Leser. Aber. Nein. Es ist die Konzentration fällt und es wird auch, ich weiß nicht, mir fällt einfach zu lesen. Ja, das kann man nie. Ja, wenn man sich die Bücher beim Thomas anschaut, dann kommt halt mein Leben auch nicht mehr durch. Ne? Es ist jetzt viel zu geschrieben und jetzt viel zu gemerkt. Sie haben so froh, dass irgendwas da ist. Ja, ich möchte, aber ich bevorzuge ich Filme. Verfilmung von Roman schauen wir an. Ich bin mit zwei Stunden konzentriert. Aber das geht, die Konzentration, die. Also bin, tue sie die noch off und schläfrig und dann schlafe ich eben Fernsehfilme. Ich schaue wenig Fernsehen. Aber Gerhard, wie diese On- und Off, wechselt das im Tag öfters ab oder ist es ein Tag so und ein Tag so? Oder? Auch diese Schattung gibt es im Prinzip. Aber weißt du, dass quasi jetzt bin ich off, also bekommst du, ist das für dich ein Gedanke oder schleicht sich der so ein? Das schleicht sich ein, ne? Du weißt es doch nicht immer. Das kann mal passieren, wenn ich vergesse, man muss diese Drogen alle zwei Stunden oder alle, was halt. Was ist ein Weg, wenn du mir oder wie du das? Ja, den Höhe, ja. Aber vergessen wir einfach. Ich kenne meinen Sound, das ist ein Jazz-Tune. Aber dann, also wie ist das mit On und Off dann, diese... Ja, wenn ich das vergisst, dann bin ich gleich mal eine Stunde später so bei der, dann fällt es mir schon auf. Nein, das ist schon wieder ein Bild vergessen. Okay. Kein Mensch ist ein Roboter und schafft natürlich so regelmäßig eine Sollte. Ne? Da kommt auch noch dazu, dass manche Dinge verlangen von dir, dass du das jetzt Frühstück morgen nimmst. Du machst es dann mit Mittagessen essen. Ne? Also, es ist logistisch sehr komplex. Darf ich das noch vorlesen? Der letzte Satz, das letzte Kapitel aus Kopfbahnhof. Weil
dass wir sind jetzt auch am Ende einer kleinen Reise und hier ist auch von Endstation die Rede. Achtung, Zug fährt ein. Am Kopfbahnhof ist Endstation der Reise, meiner Reise. Da gibt es keine Weiterfahrt, die Bremsklötze sind hinterlegt, ich bin bewegungslos. Kino im Kopf, ich bin allein, niemand steigt zu. Meine Zeit ist um. Das Problem heißt Parkinson und es kotzt mich an, dass ich es nicht besiegen konnte. Es wurde ständig unangenehmer, in meinem lästigen Körper als auch für Menschen in meinem Umfeld. Scheiß Parkinson, ich kann mich nicht bewegen. Kopfbahnhof, alles aufsteigen, Endstation. Ja, das muss man so stehen, ne? Das kann man so stehen lassen, oder? Das ist ja eine Vision des Nutzens. Das ist ja das Einbild, oder sein würde, wenn ich es noch bleiben kann.